Zum fünften Mal wurde am Wochenende in Baden-Baden die Kurstadt-Tour geradelt. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub hatte zusammen mit dem Stadtjugendring und der Volksbank zum gemeinsamen Strampeln aufgerufen und über 550 Radler sind am Sonntagmorgen an den Start gegangen. Dort musste man sich kurz vorher Stempelkarten für mehrere Kontrollstationen auf der 20-Kilometer-Strecke abholen. Man muss am Anfang hier Stempelkarten kaufen, für 2 Euro bis 16 zahlt man nichts. Dann fährt man die einzelnen Stempelstellen ab, bekommt dafür Stempel drauf und wenn man beide dann hat, dann kann man gewinnen. Unter anderem ein Wochenende im Europapark für die ganze Familie und weitere Sachpreise, 40 Stück insgesamt. Als Maskottchen der Kurstadt-Tour fährt von Anfang an Velo Maximus an der Spitze des Fahrradkorsos. In der Verkleidung steckt das Vorstandsmitglied der Römergarde, Felix Karbach. Ja, das waren wir alle so miteinander, weil man denkt ja immer Kurstadt, Römer in Baden-Baden, passt ja ganz gut und dann kam das so. Wer Velo Maximus verfolgte, konnte sich also gar nicht verfahren und kam problemlos ins Ziel. Der Streckenverlauf führte im fünften Jahr der Kurstadt-Tour von der Innenstadt hinaus nach Kartung, dann kurz nach Sinsheim und schließlich über die grüne Einfahrt zur Endstation am Aumattstadion, wo die Baden-Badener Sportstiftung wieder Freizeitspaß für Kinder aufgebaut hatte. Wir gucken immer, dass es familienfreundlich ist, dass nicht zu viele Steigungen mit dabei sind, wenig gefährliche Kreuzungen, die man überfahren muss, damit es alles dann doch noch sicher bleibt. Hauptsächlich auch für kleinere Kinder. Die Kurstadt-Tour hat sich in Baden-Baden zur sportlichen Tradition für die ganze Familie entwickelt und wird auf jeden Fall dank Rekordbeteiligung in diesem Jahr auch im nächsten Jahr wieder stattfinden. Alle gesund sind wir uns im Aumattstadion.